Jetzt sehen wir die Präsentation. Ja. Super, vielen Dank für den Hinweis. Ja, ich freue mich sehr über Ihr Interesse am GoetheLab Sprache und an dem Lernpartnerprojekt. Damit wir nicht so viel Zeit verlieren, starte ich direkt. Mit mir hier zusammen sind unsere Projektpartner Elena Rankova. Sie ist UX-Designerin und hat Erfahrung im Bereich digitales Sprachenlernen. Und außerdem Percy Marte. Er hat einen Design-Hintergrund und ist selbstständiger JavaScript-Entwickler. Ich heiße Viktoria Engels und bin Referentin für Projektkommunikation im GoetheLab Sprache. Hier sehen Sie jetzt kurz die Agenda, die wir in der nächsten halben Stunde vor uns haben. Ich werde ganz kurz 5 Minuten lang das GoetheLab Sprache vorstellen und dann das Wort direkt an meine Co-Referentinnen und Referenten übergeben, die dann das Projekt Lernpartner vorstellen. Am Ende haben wir dann nochmal 10 Minuten circa Zeit, wenn wir so durchkommen, für einige Fragen. Sie können gerne die Fragen, die Ihnen zwischendurch kommen, im Chat einfach stellen. Mit mir zusammen im Raum ist eine Kollegin, die die dann ein bisschen clustern wird und dann werden wir auf einige gerne noch eingehen. Genau, das GoetheLab Sprache. Das GoetheLab Sprache wurde im Mai 2019 gegründet. Und damals war das interdisziplinäre Team mit 3 Personen besetzt. Mittlerweile sind wir ein 7-köpfiges Team inklusive mir aus unterschiedlichen Fachbereichen. Und in diesem interdisziplinären Team arbeiten wir daran, die digitalen Sprachlernangebote des Goethe-Instituts weiterzuentwickeln und den Einsatz zukunftsfähiger Technologien in digital gestützten Lernprozessen zu testen. 2 Punkte sind bei unserer Arbeitsweise besonders wichtig. Das ist einmal die Nutzerzentrierung und zum Zweiten sind es neue Arbeitsformen. Ich denke, beides wird gleich noch mal etwas deutlicher am Beispiel des Lernpartnerprojektes, aber vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz auf die Nutzerzentrierung ein. Das bedeutet eben, dass wir Produktentwicklung machen unter regelmäßiger, qualitativer und quantitativer Nutzerforschung. Das heißt, wir führen regelmäßig kurze Interviews mit ja, echten Kunden und Nutzerinnen. Genau, bevor ich jetzt an meine Co-Referentinnen übergebe, möchte ich ganz kurz noch diese Folie zeigen. Hier sehen Sie die Aktionsfelder des GoetheLab Sprache in einer Matrix verortet. Und diese Matrix bildet eben einmal den Innovationsgrad und einmal den technischen Aufwand, der von dem Projekt oder dem Produkt eben ausgeht, ab. Sie sehen jetzt eben ganz unterschiedliche Aspekte, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen kann, aufgrund der Kürze der Zeit. Aber wichtig ist mir eben hier der hellblaue Punkt, die Lernpartneranwendung, die sich im Handlungsstrang 1 Gegenwart befindet und damit ein Projekt ist, an dem wir eben jetzt sehr aktuell schon arbeiten können, weil die technischen Voraussetzungen größtenteils schon da sind und weil der Innovationsgrad eben nicht so hoch ist wie beispielsweise bei dem Thema Spracherkennung und sprachgesteuerte Anwendungen. Gut, dann übergebe ich direkt an Frau Rankova, die jetzt auch ihren Bildschirm kurz teilen wird und dann in der Präsentation fortführt. Hallo, danke sehr, Victoria, für diese Vorstellung und wir freuen uns sehr, unsere Arbeit hier vorstellen zu dürfen. Hier eine kurze Einleitung in das Agenda. Wir werden zuerst unseren Arbeitsablauf vorstellen, dann euch mit der Problemstellung bekannt machen, damit ihr auch unser Produkt besser versteht. Und am Ende werden wir euch unsere Zukunftsvisionen vorstellen. Sorry, do you hear me? Hallo? Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Wir Ach so. sehen Sie aber nicht. Ach so, alles klar. Hier ist mein Video. Sehen Sie mich? Ja.
Alles klar. Hier ist eine Präsentation unser Arbeitsablauf. Wie schon erwähnt, ist das eine Zusammenarbeit zwischen dem Goethe-Institut und ein kleines Team. Alles hat in einem Hackathon angefangen, wo unterschiedliche Ideen gesammelt worden sind, die potenziell interessant werden für Deutschlernende und Kunden des J-Instituts. Wir haben immer auf eine agile Weise gearbeitet. Das heißt, immer haben wir eine Idee entwickelt und diese Idee visualisiert und dann mit unseren potenziellen Nutzer getestet. Nachdem wir beim Hackathon eine grobe Vorstellung von unserer Idee hatten, haben wir bei einem Workshop diese detailliert ausgearbeitet, in einem Prototyp aufgebaut, dann getestet. Da haben wir festgestellt, das ist nicht genau die Richtung, in der wir die Nutzer sich vorstellen und was genau sie brauchen. Deshalb haben wir in einem zweiten Workshop diese Idee noch einmal verbessert, diese wieder visualisiert in einem Prototyp und getestet. Am Ende, als wir positives Feedback von den Kunden bekommen haben, dass ihre Vorstellungen entspricht, haben wir mit der tatsächlichen Entwicklung angefangen und mit einigen Designanpassungen. Um euch unsere Lösung besser zu erklären, wollen wir hier euch aus Sicht des Nutzers unser Produkt vorstellen. Das hier ist eine fiktive Person, die unser Nutzer entspricht. Das ist Laura. Sie besucht den Abendkurs zweimal wöchentlich in der B2-Gruppe. Sie lernt Deutsch, um ihre berufliche Perspektive zu verbessern. Hier muss ich auch sagen, dass unser Produkt richtet sich nicht nur an B2-Lernende, sondern an absolut alle Sprachniveaus von A1 bis C1. Das ist nur zur Erklärung hier genutzt. Laura ist ganz zufrieden mit ihrem Kurs, allerdings will sie auch außerhalb vom Kurs ihre Kenntnisse anwenden und auf eine unterhaltsame Weise ihr Deutsch verbessern. Sie will sich für Gespräche in informelle und alltägliche Situationen vorbereitet. Allerdings hat sie aber keine Bekannten, die Deutsch sprechen. Sie hat schon mit unterschiedlicher Zeit sich in der Rolle des Lehrers zu setzen. Deshalb steht gerade diese Persona vor der Frage, wie kann ich Kontakt zu Menschen aufnehmen, mit denen ich mein Deutsch durch Gespräche üben kann. Zurzeit sieht es so aus, auf der Goethe-Institut-Plattform gibt es ein Forum, wo mehrere Leute ihre persönliche mobile Telefonnummer posten, in der Hoffnung, in einer WhatsApp-Gruppe included zu werden oder einfach persönlich von jemandem angeschrieben zu werden. Dabei entstehen natürlich unterschiedliche Schwierigkeiten. Vor allem der Austausch ist nicht moderiert. Es besteht auch eine Schwierigkeit, einen persönlichen Kontakt herzustellen. Und sobald sich die Leute schon in Kontakt getreten sind, kommen andere Probleme wie eine fehlende Struktur der Gespräche und ab einem Zeitpunkt fehlen auch Gesprächsthemen. An diesem Punkt würde ich Percy einladen, mit der Danke. So, ja, hi, ich bin Percy und erstmal muss ich sagen, ich gehöre auch zu unserer Zielgruppe, im Sinne, dass ich auch noch Deutsch lerne. Also ich hoffe, Sie können mir allen gut verstehen. Also was haben wir getan, um diese Probleme anzugehen? Wir haben LearnPartner entwickelt und LearnPartner ist eine Webanwendung, die es einem Deutschlernenden leichter macht, mit einem Partner in Verbindung zu treten
und Deutsch zu üben zwischen den Unterrichtsstunden in. Anstatt Ihre Telefonnummer in ein öffentliches Messageboard einzutragen, können Sie sich nun mit Lernpartner in eine vertraute Goethe-Umgebung verbinden. Nächste Folie bitte. Wir haben einige Videos aufgenommen, um zu zeigen, wie es funktioniert. Und dieses Video zeigt die Benutzerin Ello, die in ihrer Abendstunden Deutsch lernt. Und sie hat meinen Beitrag im Forum der Community Deutsch für dich gesehen und möchte gerne meine Partnerin werden. Ello benutzt ihr Goethe-Konto einfach, um sich bei Lernpartner anzumelden. Und sie findet mich über die Suchfunktion, über meinen Benutzernamen. So. Das ist Percy. Dann klickt sie auf Chat und wir sind dann als Lernpartner verbunden. Nächste Folie bitte. Ja. Und manchmal ist es schwierig, ein Thema zu finden, über das man reden kann. Wir haben gelernt, dass viele Gespräche über WhatsApp frühzeitig verstummen und die Menschen die Motivation zum gegenseitigen Üben verlieren, weil es keine Struktur gibt. So in diesem Video sehen wir, wie Ello mich zu einer Challenge einlädt. Und sobald ich das annehme, beginnt die Challenge. Sie muss ein Bild beschreiben, aber es gibt einen Haken. Sie darf keine der drei verbotenen Wörter verwenden. Und es ist meine Aufgabe, um das richtige Bild aus drei ähnlich aussehenden Bildern auszuwählen. Die Herausforderungen richten sich nach dem Niveau der Benutzer und bieten Themen, die sich zum Schreiben und zur Unterhaltung eignen. Nächste Folie. Zusammenfassend kann man sagen, dass Lernpartner den Deutschlernenden hilft, einen Partner zu finden und Deutsch außerhalb der Unterrichtsstunden in einem informellen Rahmen zu üben. Die Challenge-Funktion regt die Konversation an, indem sie das Eis bricht. Und sie bietet auch ein didaktisches Rahmen. Das zeigt die Benutzer, ich muss bestimmte Wörter verwenden und andere nicht. Wir streben an, dass Lernpartner der perfekte Treffpunkt ist, um andere Deutschlernenden auf der ganzen Welt in einer vertrauten Umgebung, die von Moderatoren des Goethe-Instituts moderiert wird, besser kennenzulernen. Und Lernpartner kann auf jede Plattform eingesetzt werden, da es sich um eine Progressive Web App handelt. Sie kann im Browser auf Ihrem Laptop verwendet werden, aber auch auf iOS und Android-Telefonen im Browser oder auch auf Ihren Homescreen gespeichert werden. Die Entwicklung ist immer in Bewegung und wir haben viele Ideen, um die App weiter zu verbessern. Eine kurze Übersicht über einige unserer Zukunftspläne ist rechts zu sehen. Zuerst machen wir ständig kleine Optimierungen an der Benutzerfreundlichkeit der App. Und dann überlegen wir, die Möglichkeit hinzufügen, mit einem Goethe-Tutor zu chatten oder einen Videochat zu führen. Außerdem möchten wir Grammatik- und Rechtschreibkorrekturen hinzufügen. Für unsere Beta-Version der App haben wir eine Foto-Challenge eingebaut. Wir sehen aber auch Möglichkeiten, um in der Zukunft weitere Arten von Challenges hinzufügen. Die Challenges müssen immer Spaß machen und das Lernen fordern. Ein Beispiel dafür ist ein Challenge zur Übung des Deutschsprechens. Wir sind sehr offen für Feedback und wir laden Sie ein, uns Ihre Vorschläge für zusätzliche Challenges in der Chatbox mitzuteilen. Insbesondere, da wir heute vor Lehrerinnen und Lehrer präsentieren, ist es interessant für uns. Die letzte Slide, bitte. Es geht über die Anmeldung. So, die Beta-Version wurde in Kürze veröffentlicht. Und wenn Sie oder Ihre Schülerinnen oder Schüler einen frühzeitigen Zugang erhalten möchten, melden Sie sich bitte über goethe.de Lernpartner an. Wir werden den Link auch noch in der Chatbox veröffentlichen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Im Voraus muss ich warnen, wie Sie vielleicht gemerkt haben, dass mein Deutsch noch ziemlich mangelhaft ist. Also wenn es spezifische technische Fragen gibt, muss ich leider in Englisch oder rudikerell Deutsch antworten. Und ja, vorerst werde ich sie an Elena zurückgeben. Danke, Percy. Ich würde mich jetzt freuen, die unterschiedlichen Fragen zu antworten. Darf ich da gerade mal noch mal zwischen rein, weil die, diese Idee von der Lernpartnerschaft App, die wurde beim Hackathon in Berlin entwickelt. Darf ich fragen, ob ihr auch ein Teil von dieser Ideen-Explosionsveranstaltung in Berlin wart? Also ich war Teil davon, zusammen mit noch einer Designerin, die sich mit der mit Produktdesign und Nutzertests beschäftigt. Da war auch noch jemand dabei, das war eine Deutschlehrerin. Sie hat auch mit uns länger gearbeitet, aber musste ab irgendeinem Zeitpunkt aussteigen. Nachdem wir unsere Idee schon fest hatten und wussten, dass das Goethe-Institut diese umsetzen will, haben sich Percy und noch ein Entwickler, die haben auch mitgenommen. Das ist großartig. Nur um mal zu erklären fürs Publikum, was dieser Hackathon in Berlin war. Das war vor 2 Jahren, kann es sein? 2 oder 3? Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr. 2 Jahren, genau. Eine Großveranstaltung mit circa 300 Teilnehmern und die ging über mehrere Tage. Und in dem Hackathon, der lief durch 2 Nächte, 3 bis zum nächsten Tag. Ich glaube, 2 Nächte waren ein ganzer Tag. Ab Mittag dann schon und es gab eine Mitternachtssuppe. ich war ja auch mit dabei. Es war also großartig. Und als ihr eure Lernpartnerschaft-App da vorgeschlagen hattet, ich weiß, da hat jeder nur gesagt, klar, das ist es. Ja, also einfach super. Vielleicht kann ich da nochmal ganz kurz einhaken. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt noch hört. Ich habe jetzt das Mikro, glaube ich, wieder. Okay. Ja, genau. Wir teilen gerne gleich nochmal einen Link auch im Chat, wo es nochmal ein bisschen Berichterstattung quasi über diese Veranstaltung gibt. Also da kann man sich einige Beiträge auch nochmal anhören. Das wurde aufgezeichnet. Klar, bei dem Hackathon kann man jetzt leider nicht mehr live dabei sein. Aber genau deswegen stellen wir heute das Ergebnis oder das erste Ergebnis quasi vor. Finde ich großartig, dass Sie das jetzt in die Entwicklung gebracht haben und dass Sie das Produkt jetzt schon marktfähig haben. Und ganz, ganz toll, dass auch die ursprünglichen Ideengeber jetzt bis heute noch mit dabei sind. Finde ich ganz super. Also Hut ab. Ja, das stimmt. Das ist sicher ein tolles Projekt. Also genau, ich suche gerade nochmal den Link raus. Da ist die Frage von Agnes Niese, kann da jeder teilnehmen an den Lernpartner oder muss man dazu bei Goethe einen Kurs besuchen? Schöne Frage, Agnes. Genau. Elena, möchtest du darauf antworten oder soll ich erstmal und du ergänzt noch? Ich könnte versuchen, vielleicht kannst du mich korrigieren, falls was nicht ja. stimmt. Also jeder kann das schon besuchen. Zurzeit werden wir bald in der Beta-Phase sein, wo unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Nutzer, die Teil der Nutzertests waren, angeschrieben werden und eingeladen werden zu den Plattformen. Es wird auch in dem Deutsch für dich Plattform auch promoviert.
und jeder kann daran teilnehmen. Wir suchen natürlich auch nach Wegen, wie man das monetarisieren kann und wie man das weiter aufbauen kann. Genau, also ich kann vielleicht noch ergänzen, dass generell das Besondere ja eigentlich auch an eben der Art und Weise, wie wir die Produkte jetzt entwickeln, ist, dass wir eben nicht mit einem vorgefertigten Konzept und das würde ja eben auch ein Geschäftsmodell oder eben genau ein Konzept beinhalten, wie, ja, wie das Produkt eben monetarisiert wird, dass wir das eben noch nicht haben, sondern dass wir eben auch das testen und schauen, was passt zum Goethe-Institut und was ist aber auch für unsere Kunden und Kundinnen eben ein guter Weg und was haben sie eigentlich für Bedürfnisse, was können sie sich vorstellen. Also genau, da kam ja im Chat jetzt gerade die Frage nochmal, ist die App kostenlos? Also beantwortet das schon mal die Frage. Also es ist, also Deutsch für dich ist ja unsere kostenlose Online-Community für Deutschlernende, die ja auch recht groß ist. Und es ist eben schon angedacht, dass man das auf jeden Fall miteinander verknüpft, ob die App dann komplett kostenlos sein wird oder welches Geschäftsmodell oder welches Pricing wir eben auf dieses Produkt also was wir da ansetzen, das steht noch nicht hundertprozentig fest zum jetzigen Zeitpunkt der Entwicklung, weil wir eben noch kurz vor der Beta-Phase stehen. Aber genau, also da vielleicht nochmal der Hinweis, also wenn Sie sich für den Newsletter eintragen, den Sie eben unter www.goethe.de/lernpartner abonnieren können, dann können wir Sie jederzeit darüber informiert halten, wie weit wir in der Entwicklung sind und was es eben für Neuerungen gibt. Der wird nicht regelmäßig sein, der Newsletter. Also Sie werden nicht von uns regelmäßige E-Mails bekommen. Aber dann, wenn es eben was Entscheidendes bei diesem Produkt gibt, dann informieren wir Sie sehr gerne und freuen uns, wenn Sie Interesse daran hätten. Und, ja, ich schreibe den Link gerne nochmal in den Chat rein. Darf ich da auch nochmal ein Kompliment ans Goethe-Institut geben? Ich glaube, in den Zeiten, in denen jeder von Artificial Intelligence redet, von Chatbots, von, ja, also sagen wir, wie heißt es? Learning, Machine Learning, genau. Ja. In den Zeiten habt ihr euch entschlossen, eine App zu bauen, die eigentlich eine menschliche Interaktion beinhaltet, die einfach strukturierte Gespräche anbietet mit viel Fantasie und so weiter. Warum? Nur als Frage, ne? Also warum kein automatisierter Chatbot, der vielleicht sogar automatisch das Deutsch verbessert oder irgend so was ganz super, super Tolles? Ja, also vielen Dank für das Lob. Das gebe ich gerne auch nochmal an mein Team weiter. Ich glaube, also wenn wir uns nochmal zurückerinnern an den Anfang der Präsentation, da hatte ich ja diese zwei Handlungsfelder gezeigt. Eben der eine, der sich bei einem technischen Aufwand befindet, der etwas niedriger ist und bei einem Innovationsgrad, der etwas niedriger ist. Und dann weiter oben in der Matrix hat man eben gesehen, Projekte, die sich eben ansiedeln lassen in einem Bereich, der eben genau konträr dazu ist. Also ein sehr hoher technischer Aufwand und ein relativ hoher Innovationsgrad auch. Und deswegen, also wir arbeiten auch an solchen Produkten, sag ich jetzt mal, also wo eben künstliche Intelligenz irgendwie in Sprachlernszenarien oder in digital gestützten Lernprozessen möglicherweise zum Einsatz kommen kann und wo dann möglicherweise eben auch Chatbots oder so ähnliche Dinge zum Einsatz kommen können. Aber wir wollen halt, das passt ja vielleicht auch einfach nicht ganz zum Goethe-Institut, eben, wir wollen nicht ganz auf diese Schiene gehen, sondern wir wollen eben auch das, was wir an Produkten und Deutschlandangeboten, an digitalen Deutschlandangeboten schon haben, einfach noch ein bisschen optimieren und verbessern. Genau. Super. Dann würde ich vorschlagen, dann kommen wir langsam zum Schluss, es sei denn, es ist noch eine Frage. Ein ganz herzliches Dankeschön ans Goethe-Institut für beide Vorträge, dem DLL, dem wirklich super, super Kurs für uns Deutschlehrer und einer ganz innovativen Lernpartner-App
Und Elena, es ist mir eine Freude, dass ihr da wirklich dieses heute auch präsentiert habt. Wunderbar. Ganz, ganz begeistert davon. Vielen, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank auch von unserer Seite für die Flexibilität, genau, dass wir diese beiden Themen in einem Slot unterbringen konnten, die aber vielleicht auch ganz, ganz passend irgendwie sind und die Vielfalt eben auch abbilden des Goethe-Instituts. Mhm. Große Runde Applaus. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke sehr.